Die auf dem Autobahnrastplatz Oberlausitz-Nord festgesetzten Panzer der US-Armee sind in der Nacht zum Freitag abtransportiert worden. Zuvor hatte die mit dem Transport des Kriegsgerätes beauftragte polnische Spedition neue Tieflader auf den Rastplatz an der A4 beordert, um die Reise nach Bayern fortsetzen zu können. Nach Abschluss der Verlade- und Sicherungsarbeiten wurden die Transporte von Polizei und Bundesamt für Güterverkehr auf Herz und Nieren geprüft und erst dann zur Weiterfahrt freigegeben. Der aus 6 Fahrzeugen bestehende Konvoi war von der Polizei am Dienstag aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Vorschriften gestoppt worden. Laut einem Polizeisprecher hätten Messungen ergeben, dass die Transporter mit bis zu 16 Tonnen mehr als zulässig beladen waren. Zudem seien die Haubitzen des Typs M109 mehr als 3 Meter breiter als zulässig, um ohne Sondergenehmigung fahren zu dürfen. Auch die Transportpapiere und die Begleitfahrzeuge entsprachen nicht den Vorschriften und die Fahrer hatten zudem ihre Lenkzeiten überschritten.